Ahoi, liebe Leute, da bin ich wieder, euer Star Smoothie. Heute passend gekleidet für den Schrumpfkopf im Rumtopf. Tja, was ist denn Schrumpfkopf im Rumtopf? Das steht unter anderem in Fischkopfs Buch neben Magen im Fladen, Achselschweiß im Wassereis und anderen kleinen Leckereien für Piraten. Auch der vermaledeite Räucheraal im Schnappesfass. Den Schrumpfkopf im Rumtopf aus dem gleichnamigen Song von Mr. Hurley und den Pulveraffen. Nun, den mache ich euch jetzt mal. Rumtöpfe werden ja normalerweise im Sommer mit frischen Früchten, hochprozentigem Rum und Co. angesetzt. Die Route übergehen wir heute. Wir cheaten ein bisschen und machen den Rumtopf nicht 100% frisch, sondern greifen da wohl zu ein paar Hilfsmittelchen, welche ihr in dem Video jetzt seht. Wir brauchen einen Entkerner, Äpfel für die Schrumpfköpfe, Zitronensaft, ein Schälmesser und ein Blatt Küchenkrepp. Dazu natürlich müssen wir die Äpfel erstmal schälen. Dafür nehmen wir unseren Sparschäler. Und dann tun wir das jetzt einfach. Entkehren sie, halbieren sie und legen sie in den Zitronensaft. Dadurch korrodieren sie nicht so schnell, werden nicht braun und das brauchen wir für später. Das machen wir jetzt so lange mit allen Äpfeln, bis wir mit denen durch sind. Hälften in Schrumpfköpfe zu verwandeln. Dafür nehmen wir unser Schälmesser und fangen an, einfach Gesichter in die Äpfel reinzuschnitzen. Da können wir machen, was wir wollen, mit kleinen Narben und so weiter. Und dann, wenn die ungefähr so aussehen, dann machen wir das mit allen anderen, bis wir fertig sind. Und dann heißt es, für 1,5 Stunden bei 120 Grad in den Backofen damit. Cheat-Rumtopf brauchen wir erstmal insgesamt 1 Liter unseres Lieblings-Ciders. Das kann jeder Cider sein, den ihr wollt. Und dann 1,5 Liter gewürzter Rum. Und da ja normalerweise Früchte immer eingelegt werden, nehmen wir hier schon einen fertigen Fruchtcocktail. Sobald alles zusammen ist, alles auf kleiner Flamme für 1,5 Stunden ebenso auf den Herd lassen. Und bitte nicht kochen. Und da seht ihr ihn, unseren fertigen Schrumpfkopf im Rumtopf. Nach 1,5 Stunden einfach alles zusammen in eine Schüssel geben und genießen oder als Deko auf den Tisch stellen. Tja, und da haben wir ihn schon, den Schrumpfkopf im Rumtopf. Probieren wir ihn doch gleich mal. Also, der Rum ist schon mal perfekt. Gleich mal mit den Früchten dazu. Sehr gut. Natürlich, das Aroma der Äpfel ist immer davon abhängig, welche Äpfel ihr verwendet. Ihr könnt natürlich, wenn ihr möchtet, auch noch verschiedene Gewürze dazu packen. Ihr könnt auch ein paar Nelken als Augen verwenden und Reiskörner für die Zähne. Das bleibt euch vollkommen selbst überlassen. Also, was sagt ihr dann zum Schrumpfkopf im Rumtopf? Und kennt ihr Mr. Hurley und die Pulveraffen überhaupt? Ich verlinke euch den Song einfach mal unten in der Beschreibung. Könnt ihr draufklicken, wenn ihr Lust dazu habt. Und macht ihn natürlich nach den Schrumpfkopf im Rumtopf. Bereichert jede Party. Nächstes Mal gibt es dann wieder ein eher intergalaktisches Rezept. Also bis dann!